So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Hey Real Nico, viele Grüße. So meine Freunde, los geht's mit dem Video und ich muss mir unbedingt angewöhnen, nicht immer auch hallo und herzlich willkommen zu sagen, weil das kommt ja schon im Intro vor, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Okay. Also, Themen für heute. Friedel macht sein Tor, ganze Streik-Thematik und so weiter, so ein Stück weit erloschen. Pavlenka, Torsituation, letztes Mal, dass wir eigentlich was dazu sagen, es sei denn, es passiert immer was Neues. Und dann eben das Thema, wozu ich eure Meinung jetzt direkt brauche, die ihr unten in die Kommentare schreiben könnt. Wir haben gestern unser erstes Mal ein FIFA-Karrierevideo hier auf dem Kanal hochgeladen und das. Die Resonanzen waren eigentlich wirklich top. Also erstmal vielen lieben Dank. Super tolle Kommentare. Richtig viele Verbesserungsvorschläge. Die würde ich auch gerne umsetzen. Die Frage ist, wann wollt ihr das nächste Video sehen? Heute, morgen sollen wir die Länderspielpause jetzt dafür nutzen, auch ein bisschen Videos dazu zu machen. Denn die Capture Card ist ja unterwegs. Das heißt, wir können das auch bald streamen. FIFA-Karriere-Stream von Bremen hier machen. Ist bestimmt cool, auch für die Leute, die vielleicht gar nicht so FIFA spielen. Wir machen das einfach unsere ganz eigene Art und Weise. Wir sind da der Trainer und das wird lustig, sage ich euch. Ne? Wenn der Nico da coacht, das kann, das wird gut. Das wird gut, betraut mal, ja? Alles klar. Hab gestern schon riesen Talent verpflichtet. Die es verpasst haben, ihr müsst die Folge von gestern checken. So, jetzt zu Pavlenka, fangen wir an. Also ich glaube, dass nach den letzten zwei Niederlagen vor dem letzten Spiel der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, um Pavlenka rein zu rotieren. Hab schon beim Nordderby gedacht, dass er reinkommt, wurde nicht. Dann diese zwei Niederlagen und Pavlenka kam immer noch nicht rein. Jetzt gegen Heidenheim, wieder Zentrum-Tor, jetzt auch noch 3-0 gewonnen. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal nach der Länderspielpause Pavlenka rein rotiert wird. Ich glaube, das war ein Zeichen für ihn, dass es eben, ja, in Anführungszeichen vorbei mit ihm bei Werder ist. Ich glaube, dass Pavlenka auch uns verlassen wird. Vielleicht im Winter für ein bisschen Geld noch, sonst im Sommer ablösefrei. Macht mich sehr traurig, darüber zu reden, aber das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Es würde für mich keinen Sinn machen oder macht auch keinen Sinn, in irgendeiner Art, anderen Art und Weise darüber zu reden, dass Pavlenka vielleicht doch noch bleiben würde oder. Wird nicht passieren, meiner Meinung nach. Wird nicht passieren. Thema 2, Marco Friedel. Also natürlich gerne könnt ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich auch sehr freuen zu allen. Ne? Einfach eure Meinung reinschreiben, so wie wir es immer machen, konstruktiv, ne? Bleibt sachlich und dann ja, gibt es auch einen Kuss auf die Nuss, ihr wisst Bescheid. So, und Friedel jetzt, das freut mich sehr. Freut mich sehr. Ja, ich habe gesagt, ich habe mein Statement damals dazu gesehen. Ich war sehr, sehr enttäuscht von Friedel. Bin aber auch immer jemand und habe auf Anfang an gesagt, dass ich ihn nicht, wenn er bleiben sollte, auf die Tribüne setzen würde und dann sein Gehalt weiterzahlen und ihn nicht spielen lassen. Deswegen finde ich es sehr gut, dass er jetzt gespielt hat und auch noch ein Tor gemacht hat, seine Qualitäten mit reinbringen kann. Auch wenn ich immer noch sage, ihn als Linksverteidiger, Linksaußenverteidiger zu spielen, ist Quatsch mit Soße. Der muss in die Innenverteidigung, Außenverteidiger kann er nicht. Aber ist egal. Friedel hat einfach eine enorme Qualität, die wir auf so einem Kader nicht haben und von daher finde ich es gut, dass Friedel spielt und freue mich, wenn Toprak wieder da ist, denn Toprak und Friedel in der Innenverteidigung, auf Außen dann vielleicht über lange Zeit, Weiser und Aru kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, so Weiser und Aru über die Außenverteidigerposition, vielleicht auch ein Bomben, man weiß nicht, was mit Marcus anfangen hat, aber tendenziell ist einfach eine stabile Abwehr, über die ich mich freue, dass wir die so zur Verfügung haben. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommen wird. Gerade Richtung 6er-Position, ob es nochmal eine Veränderung vielleicht auch geben wird oder ob man daran jetzt so festhält. Mal gucken. Ich glaube, spätestens im Winter wird es einen Transfer noch auf der 6 geben. Vielleicht auch noch einen Abgang. Mal gucken. Auch mit Bittencourt. Aber das sind so die, ja, die Themen für heute, die wir durch haben. Ich wünsche euch noch einen schönen, guten Wochenstart und bleibt gesund, ganz wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns heute Nachmittag, vielleicht mit einem Karrierevideo, oder morgen, liegt so ein bisschen an euch. Wenn ihr sagt, ey, ich habe heute Nachmittag auch noch Bock, nochmal ein Karrierevideo zu gucken, schreibt unten rein, dann mache ich heute Abend, heute Nachmittag nochmal ein Karrierevideo. So, ich habe auf jeden Fall auch Bock, weil das kam echt cool an und ich habe mich gefreut über die Kommentare, war echt chillig. Also, bis dahin, euer Nico und ciao, ciao.